Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part von Baba Yaga DLC. Tschüss, nein, vom Rise of the Tomb Raider Baba Yaga DLC. Das ist jetzt schon der vierte Part oder das fünfte, keine Ahnung, irgendwie so. Es hat so lange gedauert, weil ich im letzten Part etwas lange gebraucht habe für ein einfaches Rätsel. Nur weil ich es nicht kapiert habe. Ich glaube, jetzt kommt gleich noch ein Boss oder sowas, sonst hätten wir jetzt nicht hier das Teil. Sie muss drin sein. Jetzt wird's ernst. Oh. Team Bravo, die vermissten Soldaten. Sie sind hier. Sie ist es. Sie war es immer. An den Rändern, im Dunkeln, immer da. Sie... Wegen ihr sind wir hier. Wir wussten es bloß bis jetzt nicht. Sie ist das Zentrum der Welt. Sie lässt den Nebel wirbeln und unseren Verstand ersticken. Sie kann uns Klarheit geben. Sie sagte ihren Namen, Baba Yaga, und unsere Wunden heilten. Mit einem anderen Wort riss sie uns wieder auf. Wir sind nichts und gehören ihr. Wir werden tun, was sie befiehlt. Dafür sind wir bestimmt. Oh, oh Gott. Was hat sie mit ihnen gemacht? Kranke Scheiße. Schwindelig. Nein, ich brauche das letzte Gegengift. Trink es schnell. Das ist der letzte Rest. Alter, ist die nervig, die Hexe. Okay. Kann es sein, dass ich heute ganz schön unfähig bin? Ah, ich hab's doch kapiert jetzt. Ja, okay. Ich habe jetzt wirklich kapiert. Das Seil nicht durchsteigen. Und sie bleiben verdammt.
So. Okay, jetzt muss ich nach da drüben. Da. Okay, da habe ich jetzt kurz zu lange gebraucht. Verdammt, es war zu schnell. Also sie war zu schnell. Zack. Wo ist das letzte jetzt? Jetzt kommen die nächsten Gegner. Da hinten hin. Oh, ist so schön. Was für eine Sprache redet die? Kann es irgendwer übersetzen? Wenn ich überhaupt eine Sprache ist. Oh. Okay, ist aber nur Schatten. Okay, was muss ich hier machen? Wo ist die? Hä? Ach, da hinten muss ich, glaube ich. So, getroffen. Wie auch immer ich das gerade gemacht habe. Nervige Frau. Wollen wir mal so sagen. Zack. Und am Ende stellt sich jetzt Großmutter da raus. Kannst du nicht so nerven. Ah, oh.
Wo sind die? Okay. Hübsche Halluzination, Lara. Oh, scheiße, ich hab's. Jetzt hab ich's kapiert, okay. Daran. Hier runter. Hä? Ach man, wieso hat es jetzt nicht gemacht? Ich hab's 1000 Mal E gedrückt. Oh Mann. Wenigstens heile ich mich immer zwischendurch wieder. Bitte. Es geht noch weiter. Lara! Lara, hörst du mich? Ich bin gerade beschäftigt. Großvater ist wach. Er sagt, sie ist es, Lara. Die Hexe ist meine Großmutter. Sie lebt. Bitte, du musst. Vielleicht kommen wir zu ihr durch. Wir müssen das versuchen. Ich tue, was ich kann. Aber das muss ein Ende haben, Nadia. Nervige alte Lady. Nicht ernsthaft. Weh, ich muss den Bossfight nochmal wiederholen. Das ist auch anstrengend. Okay, ich muss jetzt mal weiter. Wie viele Pfeile habe ich noch? Wie viele Pfeile habe ich? 6, okay. Ich sollte jetzt besser mal die Pistole nehmen. Und darf nicht mehr verkacken. Bekommt ihr aber auch nirgendwo mehr Pfeile. Fuck, ich muss darüber. Eigentlich. Hey. Sind jetzt alle weg, danke. Hä?
Bis jetzt hin? Scheiße, sie wird das Geld durchschneiden. Ja, sie darf das Seil nicht durchschneiden. Muss jetzt wieder hoch, oder? Wie ist das geregelt? Zack. Hier war ich noch nicht. Oder? Doch, hier war ich schon. Das ist, bin ich ernsthaft so schlecht? Dann wollen wir wohl hier wieder hoch und weitermachen. Sie sagt irgendwas mit Theater, verstehe ich. Ach du Scheiße, neben mir. Das nervt. Da, wie schwer ist das? Bin ich? Oh, hier. Ja, schön. Jetzt aber. Vorbei, bitte. Dankeschön.
Stopp. Es reicht. Ich weiß, wer sie sind. Ich kann mir kaum vorstellen, was sie tun mussten, um zu überleben. Du hast keine Ahnung. Es ist jetzt vorbei. Sie müssen nicht mehr auf diese Weise leben. Seraphima. Etoti. Aber du bist tot. Sie sagten mir, du wärst tot. Kommt sie wieder in Ordnung? Ich weiß es nicht. Aber es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Familie ist halt so. Oh, ich weiß. Ich weiß. Vielen Dank, Lara. Für alles. Alter, was ging da gerade ab? Ich dachte, ich lasse sie ein wenig allein, während ich mich etwas umschaue. Ich habe den letzten Kessel drin abgestellt. Du solltest dich jetzt umsehen können, ohne, durchzudrehen. Okay, die Frau muss ganz schön fertig sein. Okay, hier sind noch ein paar Bücher. Es gab eine Revolte, eine Bombe. Die Einheimischen, die Feinde meiner Feinde, erhoben sich und schlugen zurück, wie wir immer erträumt hatten. Ivan und unsere Tochter hätten die Freiheit kennenlernen können, aber stattdessen sind sie tot. Getötet von den Einzigen, die uns hätten retten können. Die sowjetischen Feiglinge hier bei mir im Tal sagen, dass nichts übrig ist und wir auf Rettung warten müssen. Sie sagen, sie werden mich beschützen. Aber sie fürchten sich und die Vorräte werden knapp. Es wird keine Rettung kommen. Ich werde leben, meine Entführer nicht. Überleben ist die einzige Wahrheit in dieser Welt. Sie sind ein abergläubischer Haufen. Ich mische den Pollen in ihre Rationen. Und wenn sie nur noch weinende Hüllen sind, zeige ich ihnen ein neues Gesicht. Eins, das sie seit ihrer Kindheit fürchten. Baba Yaga, Großmutterschlange, Hexe. Sie werden sterben, schreiend vor Angst. Sie verdienen so viel Schlimmeres. Wenn ich nicht in Freiheit leben kann, überlebe ich allein in den Schatten, bis mich der Tod mit Ivan und unserem Kind wieder vereint. Okay. Wo ist eigentlich das Kind? Weil das Mädchen ist ja nicht irgendein Kind. Es ist eine Sense, die wie ein Hexenwesen aussehen sollte. Alles, was sie getan hat, diente auf irgendeine Weise dem Mythos. Okay. Wie hat sie das eigentlich mit dem Feuer hinbekommen? Egal. Dann gucken wir uns hier mal um. Das sieht typisch aus eigentlich. War das gerade. Das ist ja Bossfight. Ach, man kommt da nicht mehr hin. Ah, doch schon. Darauf. Und darüber. Was ist da unten? Einfach nur noch. Oh, okay. Das wird ein krasser Part, um den hochzuladen. Hier ist noch ein Rucksack. Puh. Was ist das nochmal? Ach, Erze. Und ziehen. Okay. Hat mich gerade so ein ganz kleines bisschen fertig gemacht. Das Ganze. Was würde ich sagen, der Boss hat wirklich sehr krass gemacht. Der wurde wirklich gut gemacht.
Ach, es gibt... Bin ich wieder hier? Okay, gut. Ich würde sagen, es ist ein Part von Rise of the Tomb Raider mit dem Baba Yaga DLC. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Oder, ja, bitte, noch, das Buch noch und dann. Sie steckten mich zu den anderen russischen Gefangenen. Ich konnte den Hass in ihren Augen sehen und konnte es ihnen nicht verübeln. Für sie war ich nur ein weiteres Instrument ihrer Demütigung und Entwürdigung. Ich sagte ihnen nicht, was ich zu tun versucht hatte. Es konnte niemals genug sein. Als die Revolte kam, war ich bereit. Die einheimischen Gefangenen, die genau aus diesem Dorf in den Gulag geschafft worden waren, wurden von den Rossen ferngehalten. Sie hatten von meinem Widerstand erfahren und das hielt sie davon ab, mich wie die anderen Wachen zu töten. Ich hielt meine Tochter, deine Mutter, zum ersten Mal, als der Gulag um uns herum in Flammen stand. Die Dorfleute nahmen uns beide auf und stimmten gegen ihren eigenen Aberglauben zu, mir zu helfen, deine Großmutter aus dem Tal zu retten. Okay, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Sie steckt. Okay, okay. Ja, das war's für diesen Part von Rise of Tomb Raider. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss, bis zum nächsten Part. Also ganz normal, wieder Story und so.